Eigentlich schien alles klar zu sein. Susanne Volz hatte die Bürgermeisterwahl nach Anzahl der Stimmen gewonnen. Da schallte ein deutliches, markantes Halt durch die Halle. Halt! Machen wir langsam mit dem Gratulieren! Was war los? Hatte man sich verzählt? War die Wahl etwa ungültig? Nein, die Wahlleitung hatte nur schlichtweg noch nicht die Prozentzahl festgestellt. Waren es über 50%, konnte man sich einen weiteren Wahlgang ersparen. Eine kleine, aber für die noch Ortsbürgermeisterkandidatin nervenaufreibende weitere Wartezeit entstand. Einige gratulierten trotzdem schon vorher. Der Sohn wurde in die Arme genommen. Kuno Volz, Susanne Volz' Ehemann, schaute nach seiner Frau und man sah ihr die Anspannung deutlich an. Ich gratuliere erst, wenn es soweit ist. Ja, ja, okay. Ist in Ordnung. Lang hat es noch gemacht. Die rechnen noch. Er ist dann abwesend. Moment. Doch. Danke. Jetzt nicht, dass wir dann alles zurückgehen müssen. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Oder noch mal weiter. Du bist auch noch. Da hat noch eine Minute. Zählen noch. Auch Norbert Ulmer, der Kandidat der CDU, SPD und FDP, obwohl er die Zahlen schon gehört hatte, blieb bis zum Schluss. Da werden wohl viele gedacht haben, wieso dauert die Wartezeit so lange? Etliche gestandene Lehrer werden doch wohl eine läppische Prozentzahl ausrechnen können. Aber auch hier waren wieder einige Vorschriften zu beachten. Aber dann. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Die Frau Volz 50,5% erreicht hat und damit wäre sie neue Ortsbürgermeisterin von Essingen. Also jetzt herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung, es ist nur ein nicht amtliches Ergebnis. Amtlich wird es, wenn die Oberbacher irgendwann uns heute noch sagen, so ist das Ortsbürgermeisterergebnis. Nein, aber es ist keine Zahl. Nein, die Frau Volz hat 626 Stimmen insgesamt erreicht, der Herr Bayer 149 und der Norbert Ulmer 441. Ungültige 23. So, ja, Leute, wir müssen weiter. Du sollst dich recht behalten. Das ist ganz klar. Gutes Auto. Ja. Sanne, noch einmal offiziell jetzt alles Gute, gell? Ja, danke schön. Und eine glückliche Hand der Sache. Gute. Vielen Dank. Zu gut. Danke. Vielen Dank. Danke schön. War Nervenkitzel. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Mein Glückwunsch, Susanne. Danke, Michael. Mensch, der andere Monat. Auf den linken Schultern. Die Frage A hat sich nicht mit dem Kopf, dass man gut schafft. Und wir wieder anwenden. Du bist stolz auf Mama, hä? Ja. Ja, danke. Susanne Volz hat, so sieht es aus, hat es wohl geschafft. Sie ist nach dem noch nicht amtlichen Endergebnis Bürgermeisterin von Essingen geworden. Herzlichen Glückwunsch. Susanne, wie fühlst du dich? Überwältigt, es fällt viel Anspannung von mir ab. Es war schon aufregend. Die Aufregung ist von Minute zu Minute gestiegen. Aber jetzt bin ich unendlich froh und dankbar und freue mich mit allen. Okay, dann würde ich sagen, wird heute erstmal noch gefeiert, schätze ich. Ja, und morgen erstmal wird noch gearbeitet. An. Erstmal müssen wir noch zählen und dann wird gefeiert, selbstverständlich.